lese sehr gerne Krimis. Und ich möchte heute mit Ihnen einen Krimi zusammenstellen. Ich habe bereits eine Vorhersage getroffen. Und diese Vorhersage habe ich in diesem Umschlag. Stellen Sie sich bitte in eine Reihe auf. Darf ich Ihr Vornamen wissen? Randy. 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 Für unseren Krimi brauchen wir einen Titel, einen Namen. In unserer Geschichte, es ist eine Mordgeschichte. Dafür brauchen wir ein Motiv. Dieser Mord muss an irgendeinem Zeitpunkt geschehen sein. Dafür brauchen wir eine Uhrzeit. Darf ich Sie bitten, zum ersten Mal mir zu nennen, was für einen Namen Sie ausgesucht haben? Mord am Rhein. Mord am Rhein. Sie haben ein Motiv ausgesucht. Ich hätte nicht wissen können. Darf ich Sie bitten, zum ersten Mal mir zu nennen, was für ein Motiv Sie ausgesucht haben? Eifersucht. Das ist ein sehr schönes Motiv. Schreiben Sie mal bitte einfach hier Eifersucht. Sie haben sich eine Uhrzeit ausgesucht. 6:15. 6:15. Stellen Sie sich bitte einfach dahin. Drei Leute, heute per Zufall sind ja ausgesucht worden. Diese drei Personen haben drei Begriffe ausgesucht. Stimmt? Dann lesen Sie genau, was da drauf steht. Ich habe heute Morgen einen Krimi geschrieben. Der Titel meines Krimis lautet Mord am Rhein. Aus bisher unerklärten Umständen ist ein schrecklicher Mord geschehen. Das Tatmotiv war Eifersucht. Nach langen Untersuchungen von Gerichtsmedizinern und der Spurensicherung der Kriminalpolizei konnte der genaue Zeitpunkt des Mordes ermittelt werden. Er geschah um 6.15 Uhr. Vielen Dank, der Kriminalpolizei. Lassen Sie ruhig an. Kommen Sie bis zu mir. Sie sind heute ausgewählt worden per Zufall und mit einem Papierball. Den Papierball haben Sie mitgenommen auf die Bühne. Bitte nehmen Sie Ihren Papierball in der Hand, machen Sie es auf und gehen Sie bitte an das Mikrofon und lesen Sie mal vor, was da drauf steht. Gehen Sie bitte ans Mikrofon. Leider wurden keine Fingerabdrücke bei der Leiche gefunden. Der Täter trug zur Tatzeit grüne Handschuhe. Oh. Nein. Der Täter trägt Jeans, rote Schuhe, eine Brille, kurze Haare und heißt Andi. Fast richtig. Fast richtig. Viele rätselhafte Fälle werden per Zufall gelöst. Und heute ist eine davon. Randy, ich glaube, ich muss Sie mitnehmen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke.